herzlich willkommen im SILLPARK. Wir freuen uns auf die bevorstehende Vorher-Nachher-Live-Show und sind ganz gespannt auf die Kandidaten und was sich denn alles verändern wird. Dankeschön. Herzlich willkommen zur ersten Vorher-Nachher-Live-Show hier im SILLPARK. Und das Schöne ist, wir sind nicht zum ersten Mal da, sondern das dritte Mal in Folge. Und wir dürfen euch wieder einmal ein Abenteuer im SILLPARK gönnen und hoffentlich ein positives Erlebnis. Heute fürs Umstyling entschieden. Seien Sie schon nervös? Nein, ich glaube so. Nein, ich bin eigentlich nicht nervös. Gibt es gar nichts, was Sie schocken könnte? Kahlschlag, das könnte mich schocken. Ja, ich bin selber sehr gespannt auf das Ergebnis auch. Danke. Ja, ich bin schon das dritte Mal dabei und ich bin immer super gern dabei, weil man kann einfach jemandem Freude machen und zeigen, was aus dem Typ machen kann. Also das ist immer mein Traum. Vor allem seid ihr ja immer irgendwo im Studio quasi und jetzt könnt ihr einfach mal auf der Bühne präsentieren. Genau, wir sind immer heuer das erste Mal dabei, weil wir sind erst seit letzten Juni da. Ist für uns eine tolle Erfahrung. Passt perfekt. Ich habe mir es viel schlimmer vorgestellt von der Zeit her. Mut zur Veränderung. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, es ist sehr ungewohnt, aber ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich fühle mich wie im Frühling und ich fühle mich total schön gestylt und es hat mir also sehr gut gefallen. Ich muss sagen, sehr professionell gemacht und es hat sich, haben alle mitgewirkt und jeder hat sich bemüht und das Endergebnis, das macht mich total glücklich. Ja, selber ist mir schon ein bisschen ungewohnt. Meine Schwester wird die helle Freude haben. Ich wollte mich unbedingt verändern und ich habe das schon immer vorgehabt, aber noch nie jemanden richtig gefunden und jetzt habe ich es endlich geschafft. Heute ist die Frau Silvia Eisinger bei uns im SILLPARK. Die Frau, die hinter der Vorher-Nachher-Live-Show steht. Frau Eisinger, wie sind Sie auf den Gedanken gekommen? Wie ist der Hintergrund dieser Show? Das liegt schon 14 Jahre zurück. Ich komme aus dem Model-Business und habe irgendwann halt, ich war zu leid, Modenschau zu machen. Ist immer das Gleiche und die Leute sind schön schlank und jeder sieht schön aus wie die andere. Und dann habe ich gedacht, ich mache eine Show, wo ich verschiedene Altersklassen zusammenbringen kann, verschiedene Konfektionsgröße und vor allen Dingen ist es eine echte Show. Und dann habe ich im wahrsten Sinne des Wortes die Show in der Nacht erfunden. Und seitdem ist sie auf dem Markt. So, das war's für heute aus dem SILLPARK, von der Vorher-Nachher-Live-Show. Wir sind begeistert vom Endergebnis und freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis bald!